Ja, ist ja okay. Mal, was brauchen wir denn dafür? Futter, Trog, Holz. Eine Menge Holz, eine Menge Stroh, Fasern. Ja, Fasern haben wir mehr als genug. Metalle. Okay. Fasern, Holz. Okay. Da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum. Hier stehen ein paar Bäume rum. Die können wir ja eigentlich mitnehmen. Überladen sind wir eh. Ich krieche voran. Können wir jetzt schon was bauen? Brauchen immer noch Fasern. Fasern sind in der anderen Truhe, oder? Naja, ich befürchte schon. Okay, das nehmen wir mit. Das lassen wir hier. Okay, oder auch nicht. Mann, immer diese Husten. Ja, ich glaube, das geht so nicht. Verdammt mich. Jetzt lass mich doch mal hier durch. Ich brauche ein bisschen Holz. Und dann brauche ich noch ein paar Fasern. Ihr werdet lachen, aber ich war gerade am Überlegen, kannst ja eben hier ein paar Pflanzen abbauen. Ja, ich kann natürlich auch die 1000 Fasern, die ich in den Kisten habe, mitnehmen. Was los, große, dicke. So, das Holz packe ich auch mal ein. Ja, ich weiß, ich muss da nicht immer rausgehen. Tue ich aber. Lass mich noch. Mich so spielen, wie ich will. Mann. So. Jetzt haben wir hier schon mal einen Schrank. Der ist auf 7? 7. Vielleicht sollte man den Schrank erst bauen. Wenn man weiß, wie das Haus gebaut werden soll. Oder vielleicht sollte man erst das Haus bauen. Das macht bestimmt Sinn, oder? Okay. Machen wir das erstmal weg. Packen wir den Schrank erstmal. Ach nee. War ja hier draußen. Packen wir den Schrank hier erstmal rein. So, zu der Tür. Futtertrog. Stroh und. Was war das? Stroh und Holz, ne? Nee, Holz habe ich. Stroh und Metall. Fertiges Metall? Na. Was brauche ich da jetzt für? Alter! Mann! Stroh! Hab ich hier irgendwo Stroh? Meine alten Klamotten habe ich hier. Stroh? Nein. Stroh? Ja. Hier habe ich auch noch Steine drin. Könnt ihr auch einfach dahin hingehen, wo das ganze Stroh drin ist? Ja, könnte man machen. Aber nö. Wäre zu einfach. Ich frage mich immer noch, wofür die Kristalle sind. Kristalle. So. Kann ich nämlich hiervon einfach mal einbauen. Beete. Beete. Ich könnte auch noch ein paar Beete bauen. Wo habe ich denn die Beete? Rote Beete da. Kleines Beet. Gibt es auch ein großes Beet? Weil da extra dran steht, kleines Beet. Betäubungspfeile. Okay. Beete, 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 Beete. Darf ich die in die Beete titten? Radio, Holzfenster, Steinfenster, Rahmen. Steinpfeiler, mittelgroßes Beet. Benötigt kleines Beet. Ja, wir nehmen trotzdem erstmal die kleinen Beete. So, was war das jetzt fürs Beet?
Brauchen wir noch Stein. So. Beet da. Wie viel können wir denn bauen? Theoretisch. 2. Da brauche ich aber erst noch Holz. So. Dankeschön. Ah, ja. Schön, schön. Ah ja, alles verdorben. Alles verdorben hier, alles verdorben. Guck mal, hier ist auch Fleisch drin. Was wollte ich jetzt hier rausholen? Holz. Bitte. Bitte? Da. 1, 2. Okay, dann haben wir die Beete. Da. Futtertrog. Packe ich hier mal hin. Auf die 7. Den Futtertrog kann ich... Ist egal, wo ich den hinpack. Ist das wirklich mal egal, wo ich den Futtertrog hinpack? Ich glaub es ja nicht. Deine Tiere fressen ihr Futter aus dem Futtertrog automatisch, wenn sie in Reichweite sind. Ja, warte. Machen wir das so? Oh, wo ist denn meine kleine Stegokuh? Hey, Süße. War schon wieder ein Level up? Was machst denn du hier? Nahkampfschaden. Komm mal mit, Kleines. Na komm. Komm. Na komm. Futter. Na, Futter. So. Aber nicht weglaufen. Wo haben wir denn dein Inventar? Da haben wir dein Inventar. Das nehme ich mal raus. Eigentlich kann ich alles irgendwie mal rausnehmen hier. Ich weiß ja nicht, was ich davon noch brauche. Du hast auch noch voll viel Holz dabei. Was machst denn du damit, Mädchen? Ach so. Ja. Na dann. Na, Timbeere. Sehr lecker. Kann mich nicht bewegen, du. Verdammt. Toll, ja. Kack mir vor die Füße. Danke. Ich dich auch. Hab ich verstanden. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Oh, das ist doch blöd. Wo steht denn überhaupt meine Stärke gerade? Das kann ich hier im Inventar gar nicht sehen, oder? Das ist ja auch genial. So. Na, warte, ein paar Beeren möchte ich aber behalten. Ja, ist alles gut. Ja, sagte doch, ist alles gut. Die hört nicht auf mich. Wen wundert's? Mich nicht. Stinkkuh? Ruf jetzt. Was ist los mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Dort kommt raus das. Ich habe aber keinen blassen Schimmer, was ich hier mache. Kann das hier drinnen verfaulen? Man wäre ja eigentlich logisch. Obwohl, das verfault ja auch nicht, wenn sie das bei sich trägt.
Naja, naja. Naja, naja, naja. Ich bin die ganze Zeit am gucken, wo ich hier sehe, ob ich überladen bin. Boah, irgendwie. Du bist überladen. Alles klar. Ich kann das nicht sehen, ich kann das nicht sehen, dachte er. Ne. Blindfische sehen sowas ja auch nicht. Was wollte ich jetzt? Ich wollte noch irgendwas bauen. So, ich habe meine beiden... Wo sind denn meine Felder? Wo sind meine Felder? Ich habe doch Felder gebaut. Wo sind die hin? Bin ich jetzt damit reingeschmissen? Warte mal. Ja, ich nehme mal die Fackel in der Hand. So. Nö, hier sind die nicht drin. Ja, wo sind meine Felder? Ja, wie, du weißt das nicht. Meine Felder sind weg. Das verstehe ich jetzt nicht. Da sind die doch. Oh Gott, ey. Alter. Mann, 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 Mann. Oh ja, genau. Es fängt an zu regnen. Stehst du gut? Kack nicht in dein Essen, ich sag's dir. Dann heißt es wieder, hör du alle Drehbücher, da steht mir Essen hin, wo er mein Tränke wurzt hat. Obwohl das ja unlogisch ist, dass man Futtertrog braucht für Pflanzenfresser, ne? Ich meine. Ha? Ja? Ihr versteht, was ich meine. Aber nun gut. Wir wollen uns nicht an Kleinigkeiten aufhalten. Warte mal, ich wollte doch noch auch. Fällt mir gerade ein, wo es hier regnet. Wasserspender. Brauche ich Zement. Habe ich noch Zement? Kann ich noch Zement machen? 5 Zement. Da-da-da. Ich glaube, meine Bude regnet jetzt rein. Und toll. Ganz großes Kino. Du sollst Zement machen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann können wir nämlich noch so einen Wassertrog machen. Wenn ich Glück habe, kann ich den auf den anderen draufstellen. Wenn ich Pech habe, dann weiß ich nicht, wohin damit. So, 4. 5. Strukturwasserspeicher. Ah, ja. Dann nehmen wir das raus. Herstellen. Dann können wir den Rest an Steine da wieder reinpacken. Ach komm. Ich bin überladen. Mir ist kalt. Ich bin überladen und mir ist kalt. Mir ist kalt und ich bin überladen. Außerdem ist mir kalt. Überladen. Okay, ich kann da an derselben Stelle einen hinstellen. Naja. Was? Ih, das klang aber ziemlich feucht. Ich verstehe nicht, warum ich hier nirgends einen hinpacken kann. Das geht mir nicht in den Kopf. Man ist doch völlig egal, wo das Ding... Da könnte ich einen hinpacken. Aber warum? Warum da? Warum nicht hier? Weiß nicht, das macht für mich irgendwie so... kein bis überhaupt keinen Sinn. Was? Ah, schon wieder am Hungern. Ja, ist doch Fleisch, Mann. Auf zu heulen. Eine Heulsoße, ne? Der ist fast wie ich. Allerdings fange ich nicht direkt an zu heulen, wenn ich Hunger habe und ich esse was. Wenn ich weiß, dass ich was in den Taschen habe. Gut, man könnte jetzt sagen, ja, woher soll der das denn wissen?
könnt ihr einfach mal nachgucken. Ich verstehe nicht, warum ich hier nichts hinbauen kann. Ich verstehe es nicht. Siehst du, selbst auf dem Fundament kann ich nichts hinbauen. Ja, macht irgendwie alles keinen Sinn. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin einfach... Ja, nee. Verstehe ich nicht. Kann mir das mal einer erklären, warum das so ist? Vermutlich kann das kein Spieler, sondern nur die Entwickler. Nee, das ist mir zu hoch. Wo soll ich das denn jetzt? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Das macht alles keinen Sinn. Naja, gut. Packe ich den zweiten Brunnen erstmal da rein. So. Du. Wo ist er denn? Da. Kommst hier rein. Du kommst hier rein. Du kommst hier rein. Okay. Oder auch nicht. Ach ja. Nee, ja, nee, ja, ja, nee. Die sind aber auch süß, ne? Schön kleines Bädchen. Ah, Putzi. Heißt denn mal ein Bädchen? So. So. Die sieht man überhaupt nicht. Naja, gut. Ne, die möchte ich noch nicht bepflanzen, solange ich nicht hier einen zweiten Messbecher, hätte ich fast gesagt. Einen zweiten Brunnen hin tun kann. Und die werde ich hier hin tun, wenn es das letzte ist, was ich tue. Auf dieser Welt. Na, 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 na. Ein Einrastpunkt. Was stand da? Kein Boden oder Einrastpunkt? Kein Boden. Ja, aber was für einen Boden braucht er denn? Braucht er feuchten Boden oder? Verstehe ich nicht. Warum kann ich den da zum Beispiel hin tun? Wo ist denn der Unterschied zu hier? Oder zu hier? Ich raff das nicht. Oder muss da unter irgendwie eine Wasserquelle sein? Eine Wasserquelle? Das kann natürlich sein. Achso, ich wollte noch ein paar Steine holen. Wo ich jetzt noch 7-mal hin und her latsche und mich darüber aufrege, weil ich nicht verstehe, was der von mir will. So, Stein. Ich will. Strohdach? Hä? Wo ist denn jetzt? Da. Stroh. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich muss das mal loswerden. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Ich muss irgendwas loswerden. Okay. Kann doch jetzt nicht die ganze Zeit den Stego hinter mir herrennen lassen, damit ich Sachen von A nach B kriege. Kann ich schon, aber ich glaube, das werde ich jetzt auch machen. Jetzt langt's. Jetzt genug. Was genug ist, ist genug. Aber zuerst bringe ich die Bären weg. Da, 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 da. So. Nee. Bärenkiste. Da. Ja. Super.
Hat gut geklappt. Nicht.